willkommen zurück. Welcome back. Ich hoffe, sind alle noch fit? Sind alle noch fit? Ja, kommt das lang. Nicht? Sind alle noch fit? Sensationell. Und dann können wir so richtig eintanzen mit dieser Nummer. Ich glaube, es ist das weltbeste Orchester für die Musik. Für den Film ist die Musik überhaupt choreografiert worden, gemacht worden. Sertaki Zorbas Tanz, gespielt von André Rieu. Crazy Beat Company aus Oberwil, die erste Gruppe. We'll be right back.
Dankeschön. Herzlichen Dank. Ja, so viele Gesichter, man sieht ja leider nicht alle von da oben. Ich wünsche euch jeden persönlich begrüßen, aber eine Dame, der muss ich jetzt zuerst einmal Dankeschön sagen. Und was steht da drauf? Das sagt man nochmal, wenn du daheim kommst, oder? Ja, ist eine gute Idee. Kannst du auch kaufen für daheim. Du bist wahnsinnig, mein lieber Mann, ja. Okay, du bist wahnsinnig, denn sie sehen heute oben noch weitere Kleider, so wie das, wie sie alle gesehen haben. Und die Dame, die seit 35 Jahren uns begleitet, über 200 Kostüme geschneidert hat. Jetzt die Schlussnummer, die sie jetzt oben werden sehen, ihre Finger wirklich blutig gemacht hat, weil sie wieder einmal, wenn ich immer sage, ich brauch's dringend, Jenny, ich brauch's dringend. Sie macht das für uns seit 35 Jahren. Ich könnte ihr so einen großen Rosenstrauß geben, aber ich gebe ihr das Herz. Jenny, stand doch bitte auf, ich möchte das gerne übergeben. Dankeschön vielmals. Jenny Hoffmann aus Davil. Ciao, Walter. Nelly? Schön? Schön? Ja. Es gibt noch viele so Frauen, die einem das Leben begleiten. Eine Person, als ich aufgewachsen bin, ich bin bei meiner Großmutter aufgewachsen. Und bei meiner Tante. Und sie hat Rösli geheißen. Und zu ihrer Ehre habe ich dann eine Choreografie gemacht, weil die Frau ist, bis sie im tollen Alter, also im hohen Alter gestorben ist, überall dabei gewesen, jeden Auftritt mitgekommen und ist immer nicht schwarz angelegt gewesen, sondern ist immer farbig angelegt gewesen. Und dann habe ich ein Medley gehört von Carlo Brunner gefunden, das mache ich eine Choreografie und das widme ich meiner Großmutter, denn sie hat Rösli geheißen und die Nummer ist wieder frisch im Repertoire inne. Es ist eine lustige, frivole Nummer. Genießen Sie es, das Mädchen von Carlo Brunner. Rösli im Schuss. Thank you.
Rösle in Schutz. Ja, in der Tat im Schuss. Eine lüppige Musik, ein bisschen Mischung mit Disco Fox drin. Und jetzt möchte ich diesen Moment nutzen, denn wir haben verschiedene Projektsponsoren, die uns das Outfit ermöglicht haben von der nächsten Nummer und das gerade 25 Mal. Und darum bitte ich Sie, alle sind heute anwesend. Ich habe Sie schon begrüßen beim Abrunden. Wenn ihr Lust habt und wenn ihr Zeit habt, oder macht mir einen Gefallen, wenn ihr etwas braucht und jemand ist da drunter, wo das für euch könnte machen, interessant sein. Da haben wir, ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt, geniale Architekten von Rheinach. Heißt natürlich wie ich Angelo, also das haben wir sind halt Engel, das wissen wir zwei. Und er ist wirklich ein super Architekt. Dann haben wir Hegedorn Treuhand, kenne ich auch schon seit 35 Jahren, das ist ganz, ganz eine tolle Firma. Wir haben Carbone, Antonio Canada vom Fernsehen, gute Spezialitäten, Minibites, Cinebites haben wir zusammen gemacht. Und jetzt gewinnt ihr ja ein Award nach dem anderen. Gute Produkte zum Kaufen und erst noch toll für eine Party zu feiern und so weiter. Webland, das ist ein persönlicher Sponsor, denn er macht unsere Webseite. Und in den nächsten Tagen, da freue ich mich ganz fest drauf, ist die neue Seite von Crazy Feed online. Mit neuen Filmen, mit neuen Bildern und sie sponsern uns das vollumfänglich zum Nulltarif. Restaurant Belvedere ist heute nicht da, er ist weit im Moment in Kalabrien. Bucher und Strauss, Broker, wenn ihr geschäftlich irgendeine Versicherung braucht und so weiter. Geht auf die Webseite schauen, ganz ein tolles Team, langjährig bestehend. Helvetia Versicherungen, also kann keine bessere Versicherung sagen. Für mein Auto habe ich das gut gesagt, Oliver. Okay, nein, Spaß beiseite. Und ich habe ja auch eine Wohnung und ich hatte Gott sei Dank dürfen finanzieren lassen durch drei fiese Bank, Darwil, Ettingen. Also eine ganz tolle Sache. Deli haben wir schon gesehen, sie sponsern heute oben hauptsächlich als Hauptsponsor die ganze T-Shirt. Dann haben wir ein ganz, ganz tolles Brüllengeschäft hier. Das ist am Spalen hier, ganz ein kleines Lädchen vis-à-vis. Sie ist brillant, nicht nur in den Gläsern, sie ist brillant auf der Bühne. Sie ist seit 25 Jahren bei Crazy Feet, ist immer noch eine junge Frau und hat so gesagt, da mache ich auch mit. Also wenn ihr eine Brille braucht, Gläser, Sonnenbrille, geht vorbei, Neujahrkreise hier in Basel. Oben beim Golden Gate. Ganz ein tolles Reisegeschäft. Ihr kennt das schon lange, Carmen Balboni von Oberwil her. Sie haben uns jetzt schon ein paar Reisen können günstig helfen, dass wir zu günstigen Tarifen können. Sie sind zum Beispiel auf Sherpa fliegen. Ganz ein tolles Reisebüro. Nutzen die Gelegenheit. Und Thomas, wir sind wieder bei der tollen Frau, die leider verstorben ist. Aber sie bleibt in unseren Herzen drinnen und hat vielleicht das Rösli im Schuss auch gesehen, denn sie war eine ganz tolle, tolle Frau, die immer wieder uns ein bisschen unterstützt hat. Auch zu ihren Gedanken, die Nummer. Jetzt kommen wir zu der neuesten Nummer. Nämlich, hat ein lustiges Thema. Die Jungen, die, also ich meine, ich kann ja nicht so gut Englisch, aber die gar nicht Englisch können, ja, ich komme jetzt gar nicht zu dir, nein, ich komme zu ihm. Die sagen, was, wie heißt das? Angie Sweet? Ja, bist Angie, bist du Sweet? Bin ich das? Oh, ja du auch. Die beste Krankenschwester vom ganzen Solothurn. Immer noch dort? Immer noch dort, okay. Ja, also die nächste Nummer ist unsere Jubiläumsnummer. Sie ist frivol und sie heißt nicht Angie Sweet, sie heißt Ain't She Sweet. Mit der neuen Choreografie, neuen Kostüm. Viel Vergnügen! Ain't She Sweet. Oh yeah. Ihre Augen sind so sweet. Wenn die Stunde kommt mit dir rein, gehört sie zu mir. Hi, alles klar? Hallo zusammen! Ciao! Adut! Barabdübdei! Barabdübdaba! Barabdübdei! Barabdübd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 abd
Wenn der Rhythmus in die Beine steigt, ist die Show bereit. Okay, let's go! Thank you.
ich schein, komm, ich schein das. Wir haben ja so einen talentierten Sohn. Danke schön an uns. Ja. Also jetzt sollten wir hier in diesem Saal ein bisschen Licht haben, wenn der Gerd, der Haustechniker, oder irgendwie könnte mal machen, zum schauen, ob man, ich sollte die Leute einfach sehen. Kann man da mal ein bisschen Licht im Saal machen, Gerd? Und wenig auf mich. Das ist sehr schön. Okay, also jetzt ist es so, ich muss jetzt gleich nochmal aufstehen. Jetzt brauche ich Ihre Hilfe. Und wer nicht mitmacht, Nelly, der zahlt eine Runde im Saal. Also Walti zahlt natürlich mit, das sind ja das Ehepaar. Also in dem Sinn. Okay, also ich frage jetzt mal so schlicht, durch die Runde machen doch alle mit? Ja, nein. Also vorgestern in Zürich hat es anders gestöhnt. Machen doch alle mit? Okay, dann schaut mal nach rechts und links, wer so nebendran sitzt. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, gebt ihm bitte schnell die Hand. Das ist richtig wichtig, ja. Ja, gut. Sehr schön, sehr gut. Jetzt haben wir doch ein bisschen lockere Stimmung. Gut, Damen, bitte die Oberschenkel frei machen. Das Problem ist, wer hat heute schon noch einen Rock an? Die meisten Frauen nicht Hosen ansehen. Okay, also macht ihr nichts. Also, dann lüpfen wir alle mal den rechten Arm. Das ist einmal ein Test. Ja, jetzt die das Programm schon kennen, die sind schneller oben. Sie jetzt einmal links. Kinder machen natürlich selbstverständlich auch mit. Wir können wieder runtergehen. Sehr gut. Das war eine kleine Alkoholkontrolle. Also, wir machen folgendes Programm. Wir lüpfen den rechten Arm hoch. Hauen auf den rechten Oberschenkel einmal rechts. Links auf den linken. Dann nochmal mit der rechten rechts und nochmal links und fertig. Und jetzt klatschen wir alle mit. Miteinander, nachher geht's gut. Hey, signor geniale, insieme. Okay. Okay, also, das heisst, es ist dann rhythmisch so. 1 und 2 und 3, 4, 5 und 6 und 7, 8, 1 und 2 und 3, 4. Das probieren wir. Gebt euch Mühe, es wird so steuer werden heute oben. 2, 3. 1 und 2 und 3, 4 nochmal, 1 und 2 und 3 und nochmal, 1 und 2 und 3. Stopp, und jetzt kommt der Höhepunkt. Zu dem Partner, wo der gerade hängt, grüezi gesagt, dreimal in beide Hände, klatsch, klatsch, klatsch. Ja, mit ein bisschen rutschen, ein bisschen bequem. Nicht ins Gesicht, in die Hand bitte. Oder so geht auch. Ja, geht auch, klatsch, klatsch, klatsch. Du kannst ja... Da kannst du gar beides machen. Okay, ich sehe schon, es hat jeder jemanden gefunden. Wir probieren das einmal. Rechts hoch. Auch die Etiker-Delegation da hinten. Ja. Ich sehe alle jetzt. 2, 3. 1 und 2 und 3. Klatsch. 1 und 2 und 3. Klatsch. 1 und 2 und 3. Und jetzt. Zusammen, zusammen. Ja, Gott im Himmel. Ja, also, Walti. Ja, nein, das kommt nicht. Also, Firma, los jetzt, Otti, du hast schon zwei nebendran, kannst du ja so machen, oder? Aber nicht, also nicht gerade hier. Gut. Wir probieren es ein bisschen schneller, wenn es geht. Sind ihr bereit? Sind ihr bereit? Okay, 2, 3. 1 und 2 und 3. Klatsch, 1 und 2 und 3. Klatsch, 1 und 2 und 3. Und jetzt, zusammen, zusammen, zusammen. Ja, okay. Ja. Also, es ist ja so, ich komme dann wieder führen und gebe euch dann das Zeichen. Kannst du mir sie jetzt wieder geben? Weil ich sehe so verloren aus. Normalerweise habe ich noch die Leder, also die Hosen, aber ich habe mir nicht mehr gelangt zum Umziehen. Also, ich komme dann wieder führen, wenn ihr das dürft machen. Es ist dann aber etwa 7 Mal schneller, einfach, dass ich schon gesagt habe. Und bevor es so weit ist, verwandeln wir jetzt die Tanzfläche in einen richtigen Kilbiplatz im Hebsentheater. Wir haben es gemütlich. Toll, hübsche Dame, rechts und links, oben, unten, wo auch immer. Und was fehlt, ist der wirklich grösste Hit aus der Schweiz, der je geschrieben worden ist, nämlich Steiner Kilbi. Thank you.
Und jetzt probieren wir es mehr einmal. Sie haben schon Zeit. Alle rechts hoch. Wer ist bereit? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, Klatsch. 1, 2, 3, Klatsch. 1, 2, 3, Klatsch. Klatsch, Klatsch, Klatsch. Und dann nochmal. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, Klatsch. Klatsch, Klatsch, Klatsch. Und super. Gravite, Klatsch. Ja. Und Schlag auf Schlag geht's weiter. Florina, Liva, Celine, Alessia und gerade noch einmal Alessia. Ja, wir sehen sie hier mit einer speziellen Nummer. Im Hintergrund, die jungen Sextanzerinnen wissen natürlich nicht, um was es geht, hier in dieser doch sehr anspruchsvollen Stepptanznummer. Das ist der Herbert Roth, der ist deutscher Liedermacher. Der hat die bekanntesten Märsche geschrieben von ganz Deutschland. Im 2004 hat das MDR-Fernsehen uns geschrieben, ob wir nicht würden eine Choreografie machen auf den Titel von Herbert Roth. Und wir haben die Nummer nachher dem MDR mit 25 erwachsenen Tänzern präsentiert, auch noch im Fernsehen. Das ist also keine Kindernummer. Wir haben für die Choreografie und für den Tanz vom MDR-Fernsehen als erste Schweizer Tanzgruppe überhaupt, und es hat es nie mehr gegeben, der Herbert Roth Preis gegeben. Das ist eine Porzellanfigur, die ist etwa 25 cm hoch und ist von Hand gemacht, hat einen Wert von über 3000 Franken. Die ist dort in der Tanzschule. Ich habe sie den Kindern da letzte gezeigt und gesagt, ich kann mir die im Boden fallen. Ich habe gesagt, gut, könnte man schon, aber wollen wir natürlich nicht. Und die sechs junge Ladies zeigen uns jetzt die Choreografie, wo wir seinerzeit den Preis gewonnen haben. Und als erwachsene Tänzer tanzen, sie sind so talentiert, dass sie das jetzt wirklich das erste Mal hier live auf der Bühne präsentieren. Das ist ihre Abschiedsnummer von dieser Show. Aber ich bin ganz sicher, sie werden auf vielen Bühnen stehen. Viel Vergnügen mit den
junge Tänzerinnen und der Herbert Roth und Hochheitexburg. Parademarsch! Alessia, Florina, Selin, Liva, Alessia und Lenia. Super gemacht. Bis auf bald. So. Ich gehe immer noch mal auf Sally Seite. Ich hole jetzt mal das eben etwas von hier. Ja, da wärst du vorher gerutscht. Also ich werde... Aha, ja, das ist auch nicht gut. Aber da, ja, okay. Aber ist einigermaßen, ist okay. Ja. Wie geht es euch so? Wer ist alles, also ich frage jetzt mal durch die Runde, wer ist von Italien, soll ich mal sagen, Io? Was, Io? Ah. Ah, die da oben, nein, nur die da unten. Ah, die da oben sei. Calabria! Ma io conosco Calabria, sono da Pizzo Calabro, conosci Pizzo? Conosco, ah, bello. Allora, Angelo Geniale, di dove sei? Ok. Also, wir gehen jetzt zu einem Sänger, der hat nicht nur Buonasera Signorina, Buonasera oder Angelina. Du, 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 du. Das kennst du nicht, hä? Das macht er. Ich habe es vorher auch nicht kennt. Macht nicht. Okay, aber der nächste Hit ist auch von ihm und da kennt man eigentlich. Viele wissen nicht, dass es von Louis Prima ist. Unsere Choreografie dazu. In einem wunderschönen Kostüm. Sing, sing, sing. Ego. Have a body. Sing, 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 sing. Everybody starts to swing a little die do do. Go, go, go. Now you sing with a swing. Sing, 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 sing. Everybody starts to swing a little die do do. Go, go, go. Now you're singing with a swing. When the music goes around, everybody goes to town. But here's something you should know. Ho, 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 baby, go on. Sing, 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 sing. Everybody starts to swing a little die-do-do. Go, go, go. Now you're singing with a swing. Come on!
Euren Applaus. Grace Sweet Company. Schmidt. Unsere perfekte Tänzerin von der Hauptcompany. Shelley. Valentina. Nadine. Jenny. Claudia. Sophie. Nicola. Elodie. Wie heißt es, meine Tochter? Aisha. Francesco, Svenja, Eileen, Angelina, Gianna und Janine, euren Applaus! Ja, wir kommen schon langsam ein bisschen zum Ende, aber wir haben natürlich noch etwas ganz Spezielles. Und etwas ganz Spezielles, ich muss jetzt ein bisschen Licht am Saal oder zumindest wissen, ein ganz großer Fan von mir, wo er sitzt. Wo sitzt der Mattia Catelan? Dann komme ich zu euch rauf. Selbstverständlich. Anneli, du hast ja jetzt neu ein Geschäft, gell? Ist das richtig? Machen wir gerade ein bisschen Werbung, oder? Ja, oh, ist immer gut. Wo bist du denn? Ah, ganz oben, okay. Ah, ich habe gar nicht gewusst, dass dahinter noch Leute. Anneli, ehemaliges Showgruppenmitglied von Crazy Wie, 20 Jahre lang dabei gewesen. Ganz, ganz schön, dass Sie da sind. Herzlichen Dank und dir, Matthias, freut mich ganz, ganz, ganz fest, dass du da bist. Das ist ganz, ganz, ganz lieb. Und ich weiß ja, also nicht immer, aber wir sind alle nie lieb. Ich möchte dir ein ganz kleines Weihnachtsgeschenk geben, schon ein kleines Erinnerung an Crazy Wie übergeben und sag, dass es. Dankeschön, dass Sie da sind. Und wo ist jetzt die Lade? Das ist die Modesa Basel in der Gerbergasse. Und was kauft man da? Stoff, würde ich sagen. Jenny kennt den. Jenny kauft allen Stoff dort. Die Modesa Basel hat einen Geschäftsinhaber gewechselt. Ich bin die neue Geschäftsinhaberin und ich freue mich über jeden Kunden, der Stoff kauft, der sich Vorhänge machen lassen lässt oder halt deine neuen Kostüme dort bestellt. Okay, es ist registriert. Haben das alle gehört? Ja. Okay, das ist ganz lieb. Wir fahren jetzt natürlich weiter mit einer Nummer, denn es gibt etwas, wo wirklich weltweit nur von Crazy Feet tanzt wird. Ich komme jetzt mal da durch, wenn es erlaubt ist. Tschüss. Hoi, schön. Wenn ich das wüsste, wäre ich früher da raufgekommen. Hallo? 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 Tschüss und euch gefällt es auch? Ah, das ist ja ganz toll. He? Guten Abend. Hallo? Hallo? Hallo, da hat sie noch mehr ehemalige Showgruppenmitglieder. Marie-Laure, Sarah, schön, dass Sie da sind. Hallo, hallo, freut mich sehr, danke fürs Kommen. Ja, wir gehen nämlich auf Frankreich. Wir sind weltweit die Einzigen, wo steppt dann zum bekanntesten Gangan von auch von uns aus der Unterwelt mit Stepptanz kombinieren. Also die Nummer ist auch für die Damen, nicht nur für die Herren, gell? Ich weiß schon, warum du zuvorderst sitzt. Ja. Ja. Okay, dann denke ich einmal, genießen Sie es! Ich verschwinde! Kanka!
Ja, wir kommen zu unserem Schlussbouquet. Etwas ganz Spezielles. Doch bevor wir das präsentieren, möchte ich Dankeschön sagen, dass wir überhaupt im Hebsen sein können. Und viel mehr Dankeschön Ihnen, dass Sie heute oben unsere 35-jährige Jubiläumsshow beigewohnt haben. Es ist nicht selbstverständlich und Sie glauben mir es nicht. Ich, so wie meine ganze Tanzgruppe, wo übrigens alles nur aus Amateuren besteht und trotzdem weltweit dürfen auftreten, sind sehr nervös. Sehen vor heimischem Publikum ist es einfach in der Regel immer viel, viel schwieriger, als wenn man da irgendwo in Dubai an einem Gala-Event ist oder in Tunesien bei Aldiana Club. Also ein super Publikum, sehr Dankeschön vielmals. Danke möchte ich auch denen, die das so hinten ermöglicht haben, nämlich einen Applaus bitte ich für Gerd, der ist da oben, das ist der Studiotechniker vom Hebsen Theater. Super Gerd, danke vielmals. Wunderbar gemacht. Wie im Fernsehen. Dann der Kevin, der mit immer so schön blendet. Danke vielmals. Und dann haben wir unseren langjährigen Techniker, einen guten Freund von mir, der auch eben bei Webland unsere Webseite macht. Und das ist, hat auch mittanzt natürlich bei Blues Brothers. Ich sagte, ich will nie mittanzen, aber das finde ich so geil, kann ich da nicht mitmachen. Ich war dabei gewesen. Dankeschön, Baski, du bist ein super Kollege. Und der Lorenz, sein Kollege, mein Kollege, der die Bilder immer schön zum Besten übergebracht hat. Selbstverständlich. Auch Dankeschön für immer. Hat das Ganze gefilmt? Vielleicht können wir einen Abzug machen. Doch jetzt, bevor wir zu unseren beiden letzten Schlussnummern kommen, komme ich zu etwas ganz Speziellem, wo ich 1986 Schweizer Meister geworden bin. Bin ich Schweizer Meister geworden. Mit der Nummer, die Sie jetzt werden sehen. In der Zwischenzeit ist sie bedeutend modifiziert worden. Ich habe im 87 dürfen den Europameistertitel gewinnen und im 2016 in Hollywood den Art for Peace Dance Award als Solist mit dieser Nummer von 42 Nominierten habe ich von Amerika tanzen, der Baski war dabei gewesen. Und dann bin ich in der Garderobe gesehen, das heisst plötzlich, the winner come from Switzerland. Ich hatte niemals gedacht, dass mich dort gewinnen und er hat den gewonnen gehabt. Und heute ist eine Gewinnerin auf der Bühne, nämlich nicht ich tanze es heute, sie. Das Mädchen Stepptanz, ich würde jetzt sagen, in absoluter Perfektion, Schwierigkeitsgrad, absolut auf der Stufe 10, tanzt meine Tochter für sie heute. Rosini, ein Mädchen, 3 Minuten 40 Sekunden bis 12 Schläge in der Sekunde. Was soll ich mehr sagen? Viel Vergnügen mit Aisha und Rosini!
Aisha, Ihren Applaus. Sie zieht sich gerade noch mal schnell um. Es kostet Energie, es kostet Kraft, aber mit 19 schafft man das natürlich noch, wenn ich es ja schaffe. Ja, selbstverständlich. Nein, ich bin natürlich unglaublich stolz. Es ist wirklich ganz, ganz großartig und wir werden das sicher auch noch verschillen. Da Bühnen auch wieder zu zweit tanzen. Jetzt tanzen wir unsere Schlussnummer. Ein Medley zusammengesetzt, was ganz aus ganz etwas Spezielles, denn man kennt es nicht. Der beste, oder man kennt ihn nicht, der beste, von mir aus der beste Gitarrist auf der Welt, Mark Knopfler. Von Dire Straits. Ganz ein mystischer Part startet das Medley, wo 3 Minuten 50 Sekunden geht. In der Mitte haben wir einen coolen Song, den kennen den sicher bestimmt. Money, 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 always funny in the rich man's world. Aber mit Stepptanz kombiniert. Und auch wir Schweizer haben es natürlich gesagt, wenn Riverdance, Lord of Dance, zur irländischen Musik tanzen tut, können wir doch auch Stepptanz machen dazu. Also das letzte Part gehört im Stil zur keltischen Musik. Ich sage Dankeschön vielmals, dass alle da sind und wünsche ganz viel Vergnügen mit unserer Schlussnummer im Crazy Medley, wo seinem Namen bestimmt wird gerecht werden. Let's go!
Gruppe. Nochmal auf der Bühne. Francesco, Aisha, Sophie, Angelina, Valentina, Jenny, Jasmin, Svenja, Shamin, Claudia, Jolly, Nicola, Elodie, Eileen, Nadine, Sherry. And you, clap your hands. And break. A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganz lieben Dank. Super Publikum und einen Applaus für das wunderbare Publikum von unserer Seite. Dankeschön vielmals. Grazie mille. Di Calabria. E un po' a te. Ja, selbstverständlich machen wir noch etwas. Wir machen noch mal, bleiben beim Thema. Wir sitzen wieder ab, das ist ganz lieb. Machen wir noch mal Irish. Gehen wir vielleicht einen Schritt noch ein bisschen hinterher. Kommt vielleicht noch jemand auf die Bühne, genau. Genau, lassen wir das mal so. Also wer es, ich habe jetzt ein bisschen Platz gemacht, wer es nicht aushalten, der darf jetzt vorne kommen. Ja, ich habe dich schon lange angeschaut. Also, ist so eine, du bist so genau gerade für mich. Also, nein, selbstverständlich, genießen da oben in mich. Sag wirklich, Dankeschön vielmals. Zugabe machen wir. Nämlich auch die Jüngsten von Crazy Feet, die Saturday Night Fever präsentiert haben, freuen sich das erste Mal hier auf der grossen Bühne mit so vielen Stepptänzern. Oh, er ist Stepper, oder Fabienne? Ja. Bist du nervös? Nein. Okay, das sage ich nicht mehr. Also genießen Sie es nochmal, unsere 2 Minuten mit Irish Step. Let's go, clap your hands! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, go! A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und final! Und wir bitten alle Tänzer auf Bühne! Auch die Jüngsten! Und unsere Flamenco-Stars. Marion wird Emily und Aisha ist ja sowieso gerade neben dran. Aisha, du kannst führen, geh zu ihr, gang zu ihr. Genau. Und hier links kommt einer an. Das hat der Michi gehabt, der Blues Brother One. Ah, der Baski, der Blues Brother Two. Yeah.
Ja, also Sie sehen, eine Riesenfamilie. Applaudieren wir nochmal fürs Publikum. Und Sie sagen Tschüss miteinander. Du darfst auch gehen. Und wir verabschieden Sie doch immer schönen Applaus in. Wie ist das wunderbar? And the Crazy Beat Company. Vorhang zu, genau. Und jetzt gehen wir doch noch schnell auf die Bühne, oder? Hinter dem geschlossenen Vorhang. Wir machen jetzt zu. Ich sage Tschüss zusammen. Das sind super gewesen. Ich hoffe, wir sehen uns gleich wieder einmal. Dankeschön fürs Kommen. Tschüss.